Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir etwas ganz Spezielles für uns, und zwar eine Blackmagic Ursa 4.6K Cinema Kamera. Das ist mein neues Schätzchen. Aktuell seht ihr übrigens das Footage von der Blackmagic Design Pocket Cinema Kamera 4K. Aufgezeichnet auf einem Shogun 7 von Atomos. Und in Kürze soll dieses Setup abgelöst werden von dieser Ursa 4.6K, die jetzt nach und nach aufgerickt wird. Und die Kamera wird jetzt halt in den nächsten Videos nach und nach aufgerickt. Und was braucht man natürlich für eine nackte Ursa? In dem Fall. Die mal beiseite. Haben wir hier ein Cage. Wie zum Beispiel, wir hatten schon mal das Unboxing zur Pocket Cinema Kamera, da gab es ja auch ein Cage von Small Rig. In dem Fall konnte ich keinen von Small Rig finden, jetzt habe ich auf Amazon einfach den einen gefunden, den es gab. Nehmen wir kurz diesen dezent kleinen V-Mount Akku weg. So, wir haben nämlich hier unten Schienen und hier oben Schienen zum Befestigen. Es gibt von Blackmagic selber einmal einen Griff und so ein Schulterteil, das kostet 700 Euro. Nein, für einen Griff und ein Schulterteil, nein. Das sehe ich nicht ein. Das Ding kostet 130 und hat ein bisschen mehr als das. So, fangen wir doch mal an. Es gab keine Anleitung dazu, möchte ich kurz sagen. Aber es dürfte relativ selbsterklärend sein. Wir haben hier ein bisschen Werkzeug. Wenn es übrigens nicht selbsterklärend ist, steht im Titel How to Fail This Rig. Wir werden es sehen. So. Bisschen Werkzeug. Wir haben hier einmal eine Stativplatte. Die wird auf Stativ rangeschraubt, damit wir ein Schnellmounting-System haben. Das finde ich ganz geil. Dann haben wir hier einmal jeweils 15 mm Rods. Einmal 15, einmal 30 cm dürfen sein oder 20 cm. Und hier ist der coole Rest. So, das hier ist definitiv unten. Das heißt, ich drehe jetzt die Kamera mal auf den Boden. Und ich denke mal, das ist hinten. Das heißt, so viel wie das muss hier fest. Was haben wir denn für einen Spielraum? Okay, wir können an dem und an dem. Ah. Das ist sehr gut, dass die uns Werkzeug mitliefern. Die Schrauben passen nämlich schon mal mit dem Werkzeug nicht, aber sie dürften mit dem Werkzeug hier passen. Oh. Komm doch einfach raus, Mensch. Die kriege ich fest und das Ding mal nochmal abschrauben. Geil. Ich krieg das nicht mehr. Das Schulterding muss einmal weg. Oh, bitte verkratzt nicht, bitte. Nicht jetzt schon. Ach so. Ha! Ah, das ist schon. Größtenteils. Okay. Ich bin nur blöd. Gut. Okay. Jetzt will ich so weit wie möglich hinten haben. So. Dann kommt das wieder drauf. Drinnen ist es unfassbar warm. Sorry, dass ich gerade so schwitze. Aber ihr wisst selber, was es für Temperaturen in der letzten Zeit hatte.
Und so eine Dachgeschosswohnung macht das keinen Spaß. Deswegen schwitze ich gerade so ein wenig. Und ja, wir haben schon 21 Uhr abends. Aber es kühlt nicht ab. So, aber schon mal den unteren Teil. Das sieht schon mal cool aus. Dann ist das hier, soweit ich weiß, der obere Teil. Der so rum drauf kommt, ja. Die Frage, mit was für Schrauben du befestigt wirst. Weil die würden es nicht sein. Die sind es auch garantiert nicht. Was könnten die sein, ja? Schauen wir mal. Ja, das wird gut. So. Einmal fest. Zweimal fest. Dann gibt es hier das Seitenteil. Okay, dafür sind wahrscheinlich die Schrauben dann da. Okay, okay. Das heißt, die zwei sind für weiß ich noch nicht. Finde ich dann gleich raus. Die lege ich mal kurz beiseite. So. Ah, okay, hier sind die Schrauben schon alle drin. Eigentlich das Coole bei dem Cage ist, der hat nicht nur für oben und unten was, der geht jetzt hier auch über die Seite. Das finde ich persönlich ganz geil. Achso, natürlich zu dieser Ursa 4.6K Cinema Super 35mm Kamera wird es natürlich auch noch ein Video geben. Gar keine Frage. Das kommt, das ist in Planung. Ich kann nur noch nicht versprechen, wann. Okay, dann wird das so. So, das gleiche müssen wir jetzt hier unten machen. Das nächste, was uns vor die Kamera kommt, ist erstmal ein 12G-Wandler von Blackmagic, damit wir nämlich aus dem SDI hier in den kommenden, ja auch ein Teil, was kommt für ihn, weil der Shogun 7 ist ein bisschen zu groß für die Kamera, finde ich persönlich. Deswegen kommt ein Ninja V 4K-Recorder, der hat aber nur HDMI und diese Kamera hat eben nur SDI 12G. Das heißt, da kommt in Kürze einmal auch noch ein Video zum Ninja V und zu einem Blackmagic bidirektionalen 12G-Wandler. Und was auch noch kommt, von Small Rig gibt es jetzt, das habe ich ganz neu entdeckt, ein Heavy-Duty-Stativ für große Kameras. Für relativ moderates Geld.
Das gucke ich mir natürlich auch an, weil man braucht ja auch ein Stativ für diese Kamera. Und von Small Rig kommt dann auch noch eine Matbox. Und ein Sigma-Objektiv kommt ebenfalls noch. Jetzt aktuell ist einfach nur ein Standard Canon 18-55 Objektiv drauf. Da kommt die Tage ein Sigma 18-35 Objektiv. So, jetzt sieht die Kamera schon echt cool aus. Finde ich persönlich. Jetzt fehlen aber noch ein paar Sachen. Okay. Da muss ich gleich nochmal rausfinden, wofür die sind. Weil eigentlich hat es hier welche drin. Dann gibt es hier. Das finde ich super geil. Hier über eine Nahtrail gelöst. Jetzt gucken, ob es mittig ist. Jetzt. Ah, okay, du bist hierfür. Coole Sache. Nehme ich jetzt hier einen Draggriff dran. Das könnten wir theoretisch auch nach hinten setzen, wenn es uns so nicht passt. Und dann hat es hier. Okay, das ist fürs Schulterrig nachher. Aber ich habe jetzt keinen Auslöser für die Blackmagic. Bist du hier? Ah, okay. So, ich habe tatsächlich mittlerweile herausgefunden, was das Teil ist. Ich zeige es euch gleich. Ich sage, das ist für den Griff, aber ich habe den originalen Blackmagic Griff noch nicht. Das sind dann die Rods, die hier unten rein dürfen. Das ist dann wichtig, wenn die Matbox drauf ist und dann auch der Follow Focus. Jetzt zeige ich euch kurz, wofür dieses Ding ist. Das heißt, wenn ihr nämlich hier eure Rods drin habt, das hier mit drauf stecken und noch zusätzliches Equipment montieren. Brauche ich jetzt aber in dem Fall aktuell nicht. Übrigens, der Hersteller von diesem Kit ist Camdry, also wie Kamera und Bau. So, die Rods haben wir dann extra. Das sind übrigens, ja, Metallrods. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass Alu ist, weil für Alu wirkt es fast zu schwer. Okay, die kann man öffnen. Ich glaube nicht, dass es Alu ist. Also es wirkt schon sehr, sehr schwer. Aber es wirkt sehr hochwertig. Auch generell ist hier echt alles hochwertig. Ein, zwei Kratzerchen, aber das Set kostet 130 Euro. Jetzt ist es schon echt sauschwer. Dann kommt hier noch der Monitor drauf und. Uiuiui. Das wird spaßig. Ja. Achso, genau. Ich drehe sie mal auf den Griff. Das ist nämlich dann, das kommt nachher aufs Stativ und dann kann ich mich damit die Kamera ganz einfach auf dem Stativ montieren. Das finde ich ganz cool gemacht. Dann kommt mich hier die Schnellwechselplatte ran und das kann ich dann ganz schnell aufnehmen. Jetzt ist ein Schulterrig. Es ist schon cool gemacht, das muss man schon sagen. Dann kann man die Kamera, wenn man alles hat. Ist echt angenehm. Wow. Das ist sehr angenehm sogar. Wenn man kommt, ich zeige es euch einmal ganz kurz. Entweder hier oder hier, je nachdem wie ihr es lieber habt, aber im Normalfall dann hier unten kommt diese Rosette dran. Das ist eine Ari-Rosette, nennt man sie auch. So. Kann ich das drauflegen und das war also hier noch der Blackmagic-Griff. Aber den habe ich wie gesagt nicht. Da schießt man dann die Kamera an und dann kann man mit der Kamera extra aufnehmen. Ja. Ich finde, das sieht schon geil aus. Vor allem, wenn dann hinten auch noch ein bisschen Gegengewicht dran ist. Ja, okay. Noch nicht ganz so ausbalanciert. Aber das lässt sich hier, glaube ich, ändern. Ne. Das täuscht. Ja, das täuscht. Das lässt sich nicht nach hinten verschieben. Schade. Aber das lässt sich nach hinten verschieben. Ja, ja. Ich finde schon eine Lösung. Ich glaube, ich werde es tatsächlich auch nach hinten verschieben. Naja, ihr werdet sehen, was aus diesem Kamerarig wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like, einen Kommentar und am besten ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.